Herzlich willkommen bei der Firma Gerzer. Heute sind wir in unserem Bettenstudio und ich zeige Ihnen, wie einfach es ist, eine Heizung in einem Wasserbett zu tauschen. Vor Beginn sollten Sie natürlich eine Wasserbettenheizung parat haben. Diese bestellen Sie am besten bei sos-ersatzteile.de. Als ersten Schritt die vorhandene Heizung vom Stromnetz trennen. Schritt 2, Deckel runter machen und den Bezug nach außen klappen. Als nächsten Schritt die Sicherheitswanne nach oben ziehen und befreien Freisicht auf den Unterteiler. Als nächstes die Heizung entfernen. Bei Wasserbetten mit höherem Wasserkern kann man das auch zu zweit erledigen. In diesem Fall lassen wir das Kabel und die Heizung drin. Wir könnten jetzt einfach diesen Stecker abschneiden. Als nächstes brauchen wir die neue Heizung. Bei 7AK kann man den Thermostat mit einem Stecker vom Kabel lösen. Somit ist das Durchführen sehr einfach. Man nimmt den Heizer, legt großzügig im Fußbereich, sodass ungefähr 15 bis 20 cm Abstand vom Rand sind. Dann das Kabel entlang der Sicherheitswanne raufführen und den Stecker durch den Schlitz nach unten durchführen. So, aufpassen, dass hierbei die Sicherheitswanne und die Matratze nicht beschädigt wird. Als letztes den Stecker in den Thermostat einstecken und die Heizung mit Strom verbinden. Sicherheitswanne nach unten klappen. Und den Bezug wieder nach oben. So einfach ist es, eine Heizung bei einem Wasserbett zu tauschen. Bestellen Sie nun bei sos-ersatzteile.de einen neuen 7AK Heizer. Viele erholsame Nächte in Ihrem Wasserbett wünscht Ihr Adolf Gerzer.